Wie ist denn das bei dir eigentlich, wenn du selber von Desinformation betroffen bist? Ich hatte einen Fall, dass in der Bild-Zeitung behauptet wurde, ich hätte Unterstützung in Anspruch genommen von russischen Hackergruppen. Ein paar Tage später kam raus, das war eine Comedy-Aktion einer Satire-Zeitung in Deutschland, von der Titanic. Die hat die Bild reingelegt und ich war so ein bisschen der Leidtragende. Am Ende haben wir dann alle gelacht, weil es sich aufgelöst hatte. Aber das war ein ganz schön machtloses Gefühl, was ich in der Zeit hatte, weil ich wusste, dass ich das nicht gemacht habe, aber ich konnte es nicht sofort widerlegen. Ich stelle mir eigentlich Politiker oft so ein bisschen abgehoben vor, aber er war eigentlich sehr sympathisch. Wir haben jetzt viele Junge in den Parteigremien, das ist auch wichtig, aber die Jungen müssen auch die Belange der Alten mitvertreten.